Ja, komm, du läufst in die richtige Richtung. So, jetzt greift ihn an und tötet ihn, bitte. Der nimmt nämlich fast keinen Schaden. Gott sei Dank. So, dann holt das Gold, was wir wenigstens etwas von den Ausgaben, die ich jetzt gerade hatte, wieder reinkriegen. Aber ganz ehrlich, ich wähle irgendwelche Einheiten mit Ziehen aus und wähle alle aus. Oder wähle die gar nicht ab, die ich ausgewählt hatte. Ich kapier's nicht. So, jetzt rede ich mal mit dem Orakel. Also hier hinter geht es, glaube ich, nur zu dem Menschdorf. Ja, das ist hier. Ein paar Goldstücke waren's, aber ansonsten geht es hier nirgends hin. Also das Menschendorf ist hier hinten ziemlich in der Sackgasse. Wo hängt ihr schon wieder? Ich krieg eine Krise. Bristen braucht zum Wachsen unsere Hilfe. Hier liegt auch noch Zeug rum. Ach, was wir so verloren haben. Städte, Briston. Das sollten wir hinkriegen. Habt ihr noch eine neue Aufgabe? Nö. Also da ist Rolls Grab. Da ist ein Schmied. Und da wäre eine Gruft, wo wir neue Untoten uns noch holen können. Also ja, wir können mit unseren Untoten erstmal alles platt machen, alle Quests machen, die wir offen haben. Dann, wenn wir unsere Untoten dezimiert haben, holen wir uns ein, zwei Truppen Menscheneinheiten. Ach, zumal wir hier ja scheinbar auf den Friedhöfen auch noch Truppen wiederholen können. Jederzeit. Aber ja. Orakel. How am I supposed to talk to it? Wie soll ich denn mit ihm reden? The Oracle greets you. I know what you've come for. Okay, das Orakel grüßt euch. Ich weiß, warum ihr gekommen seid. Then let's be brief. Tell me where to find the power orbs. Dann machen wir es kurz. Sag mir, wo ich die Energiekugeln finden kann. The Oracle's reading deserves a token reward. Don't you agree? Die Antwort des Orakels verdient eine Belohnung. Meint ihr nicht auch? Are you ready to part with your 100 in gold to hear the answer? Seid ihr bereit, euch für eine Antwort von 100 Goldstücken zu trennen? I need your advice more than I need my gold. Ich brauche euren Rat dringender als mein Gold. The sly folk that are averse to magic may sell you the second orb. Das scheue Volk, das Magie verabscheut, könnte euch die zweite Kugel verkaufen. Ah.
Da oben ist ein Goblin-Geschäft, okay. Und hier sogar ein Fischer. Boatman, I need to take something to the other side. Could you do it for me? Boatman, ich muss auf die andere Seite. Könnt ihr mir helfen? I'm looking for an orb. A kind of magic ball. It must be in that goblin's shop. Buy it and take it to the other side of the river for me, will you? My friends will meet you there. Ich suche eine Kugel, eine Art magischen Ball. Es muss sie im Goblin-Geschäft zu kaufen geben. Kauft sie und bringt sie auf die andere Seite des Flusses. Ja, meine Freunde werden euch dort erwarten. Pay me 250 in gold and I'll deliver the devil himself to the other bank. Zahlt mir 250 Goldstücke, dann werde ich sogar den Teufel persönlich über den Fluss bringen. Now that I have the gold, I'll go to buy the orb. Jetzt, wo ich die Kugel, jetzt, wo ich das Gold habe, werde ich die Kugel kaufen. Mhm. Also ja, hier ist ein Goblin-Geschäft. Hm. Wir jetzt mal gerade gucken, was sind das für Höhlen links und rechts. Oh ja, und ich sollte ein Save mal machen. Das ist Let's Play 008. So. Dann hoffen wir mal, dass er auch wirklich alles gespeichert hat. Was kostet der Orb denn? 300 Gold. Also wir werden langsam immer ärmer. Okay, hier sind Höhlenmonster. Naja, und ein Skelettgut. Die beiden sind verbündete Gebäude, deswegen können wir da jederzeit... Oh, Wolf. Wolf, Wolf. Tschüss, Wolf. So, der Goblinladen verkauft dem Bootsmann einen Orb. I bought the orb from the Goblin shop. I've never seen anything like it before. Ich habe die Kugel im Goblin-Geschäft gekauft. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh, und Aldorgov macht uns ein neues Angebot. Also Goblin-Geschäft macht uns nichts. Aldorgov braucht ein Schwert aus einer Wolfsgrube. Das kriegen wir auch hin. Also ja, wie gesagt, wir kommen hier ganz gut immer an Untote ran. Können damit die Briganten hier zerhacken und dann die Wolfsgrube da oben. Ja.
I've brought you the orb you asked for. Where are your friends? I'll take the orb to Aldergoth. It's the undead! The undead! Help me! I've got one more orb now. Eigentlich brauche ich noch drei. So, Briganten überrennen. So, hier gibt es hauptsächlich Goldstücke und Nahrung. Wie sieht's mit Zaubern hier aus? Ah, das ist auch nicht schlecht, einen verdammten Speer zu haben. Angriff und Geschwindigkeit von Untoten steigern ist auch gut. Schalten wir mal alle auf Stufe 1 frei. So. Das Hauptproblem ist, wie kommen wir an Briston vorbei, um die Wölfe auszuschalten? Wir kommen gar nicht am Briston vorbei. Ja, die Wölfe müssen also warten, bis wir menschliche Truppen haben. In der Zwischenzeit machen wir andere Sachen platt. Er findet 4 Energiekugeln. Also reden wir wieder mit dem Orakel. Are you ready to part with your... Ja. I need your... The energy of the forest is inside the first orb. Die Energie des Waldes befindet sich in der ersten Kugel. Elfenlager vernichten... Heiliger Ort der Elfen wahrscheinlich. Das oder sowas ähnliches. Ja.